Moin, ich bin's der Jules mit einem neuen Video rund um TBC Classic und heute bin ich für euch auf dem PTR unterwegs, also dem öffentlichen Teststream, auf dem jeder Zugang hat, wenn er sich den über den Battle.net Launcher runterlädt. Und zwar das Schöne ist, dass bereits seit einigen Tagen der Pre-Patch für TBC, der am 18. Mai ja auf die offiziellen Server kommen wird, auf den Teststream aufgespielt ist. Das heißt, hier habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr euch euren Charakter rüber kopiert, bereits die neuen TBC-Talente beispielsweise zu testen oder euch die mal anzuschauen. Ganz cool finde ich auch das Feature, ihr habt hier die Möglichkeit, euch vorgefertigte Charaktere zu erstellen. Das heißt, man hat die Chance, sich einen Stufe 58 Draenei-Schaman, beziehungsweise, wenn ihr auf Hordenseite spielt, auch bereits einen Blutelf-Paladin zu erstellen. Und man kann einfach schon mal testen und gucken, wie die Klassen sich denn spielen. Und ob man nicht vielleicht Lust hat, darauf zu rerollen oder eine der Klassen im Pre-Patch zu spielen. Genau, in diesem Fall bin ich aber explizit in die Exoda gereist, um euch noch etwas anderes Cooles zu zeigen, denn ihr werdet bereits im Pre-Patch die Möglichkeit haben, bei den Berufshändlern die neuen Rezepte zu kaufen. Das heißt, insbesondere zum Beispiel für Alchemisten haben wir hier das Rezept Urmacht, das ihr bereits hier in der Exoda erwerben könnt. Zurzeit ist es so, dass das unlimitiert ist. Also ich kann das hier so oft kaufen, wie ich will. Und so habt ihr schon die Chance, euch das Rezept zu sichern und könnt dann frühzeitig anfangen, bereits zu transmutieren. Genau, das gilt natürlich auch für alle anderen Berufe. Das heißt auch für Schneider, VZ, Schmied, Ingi, die Juwe-Berufe, beziehungsweise der Juwe-Händler haben alle schon Rezepte. Genau, die ihr dann schon lernen oder beziehungsweise kaufen könnt, obwohl sie eigentlich über 300 Skill benötigen, um dann gelernt zu werden. Das heißt, hier könnt ihr euch schon reichlich eindecken. Vielleicht hat man sogar die Chance, damit ein klein wenig Gold zu verdienen, wenn jemand nämlich nicht weiß, dass es die Rezepte hier gibt. So kann man die hier halt kaufen und dann vielleicht ins Aha stellen und damit noch die ein oder andere Münze verdienen. Hier zum Beispiel auch das überragende Mana-Öl gibt es hier schon, das auch in diesem Fall hier limitiert ist. Das heißt, ich gucke noch mal. Genau, jetzt ist es weg. Das heißt, hier könnt ihr für euren Beruf einfach mal vorbeischauen und vielleicht das ein oder andere Rezept schon mitnehmen, das ihr dann in TBC braucht. Übrigens, wenn euch meine Videos gefallen, würde ich mich mega freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und ein Like da lasst. In den kommenden Wochen kommen hier viele, viele weitere Sachen rund um TBC Classic. Außerdem werde ich auf Twitch anfangen, unter der Jules Twitch regelmäßig zu streamen, sobald TBC bzw. der Pre-Patch denn dann da ist. Würde mich auch mega freuen, wenn ihr da vielleicht einfach mal vorbeischaut. Ebenso habt ihr auf dem PTR bereits die Möglichkeit, das Pre-Event zu spielen. Das heißt, während des Pre-Patches gibt es ja ein kleines Event, das die Invasion der brennenden Legion so ein bisschen ankündigen soll. Da könnt ihr hier am schwarzen Portal eine Quest annehmen, wo ihr einige der einfallenden Dämonen aufhalten könnt und sollt und dafür ein paar Belohnungen bekommt. Genau, ich habe mir hier jetzt beispielsweise einfach mal einen der Test-Schamanen erstellt und schaue einfach mal, dass ich die Quest erledigt bekomme. Hier habt ihr, ich nehme an, den gesamten Pre-Patch für Zeit, dies zu erledigen, also 2 Wochen, und danach wird das Event dann für immer verschwinden. Das heißt, schaut euch das auf jeden Fall an und macht doch am besten auch die Quest. Zum Abschluss des Videos möchte ich euch noch eine mega geile Goldinvestition für die Zukunft zeigen, die ihr jetzt noch während des Pre-Patches bzw. der letzten Wochen von Classic und vielleicht auch noch die ersten Wochen in TBC sehr gut nutzen könnt, um für die Zukunft zu investieren. Und zwar gibt es zurzeit, zumindest bei mir auf dem Server, sehr, sehr günstig makellose schwarze Diamanten und aber auch die Buchbände aus Diamaul zu kaufen. Und bei mir liegen die Preise zum Teil bei unter einem Gold für ein Buch oder einen Diamanten. Und die Nachfrage ist natürlich zurzeit so gering, weil die Verzauberungen einfach nicht mehr gebraucht werden. Es gibt bessere, oder jetzt am Ende will auch einfach keiner mehr Gold dafür ausgeben, um sich noch die Verzauberung zu holen. Das Ding ist aber, dass ab WOTLK, und ich gehe einfach ganz stark davon aus, dass nachdem jetzt TWC kommt, auch irgendwann WOTLK kommen wird, ein Erfolg ins Spiel gebracht wird, und zwar am Rande des Wahnsinns, der den absolut seltenen und begehrten Titel der Wahnsinnige bzw. die Wahnsinnige gibt. Und um den zu bekommen, muss man unter anderem bei den Schendralla, also der Fraktion in Diamaul, ehrfürchtig erreicht haben. Und das schafft man nur, indem man diese Bücher abgibt, und die benötigen halt alle einen makellosen schwarzen Diamanten, um abgegeben zu werden. Und es wird einfach viel, viel weniger dann in WOTLK von den Diamanten und Büchern geben, weil einfach keiner mehr nach Diamaul geht. Und wenn man die tatsächlich dann mal probiert zu farmen, wird man feststellen, dass
die Drop-Chance echt nicht gut ist und man sonst sehr, sehr lange dafür farmen muss. Und es ist absolut nicht ungewöhnlich, wenn Diamanten und Bücher zu WOTLK für 50 bis 100 Gold das Stück verkauft werden. Wer also jetzt vielleicht einfach mal 200, 300 Gold investiert und sich eine Menge Diamanten kauft, der wird die sehr, sehr wahrscheinlich in weiter Zukunft dann sehr gewinnbringend verkaufen können. Ich habe mir einfach mal 200 Stück gekauft, habe die jetzt mal auf meine Bank eingelagert und schau mal, genau, was es mir dann am Ende bringt. Zum Abschluss verlinke ich euch hier einfach nochmal einige meiner anderen Videos. Vielleicht habt ihr auch Lust, da einmal vorbeizuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis denne.